schon an. German. Shalom, Raf. I will try in English. Ich werde es auf Englisch versuchen, weil Joachim übersetzt. Danke, Rav. Sie haben gesagt, vor ein paar Momenten, das Wichtigste ist jetzt, dass wir dem Schöpfer uns annähern. Und es war eine anschließende Frage. Wie fühle ich das, dass ich der Schöpfer annähert darf? Du musst das fühlen in deinen Gefühlen, unmittelbar dieses Wahrnehmen, dass du eingeschränkt ist, die Distanz zum Schöpfer. Er versteht dich, du verstehst ihn und ihr befindet euch in einer kleineren Entfernung voneinander. Das ist wirklich persönlich, individuell möglich, wovon Sie jetzt sprechen. Und wie spürt man ja das im Zehner dann, wenn wir zusammen sind? Das lernen wir noch nicht. Nach dem Kongress. Beim Kongress werden wir uns anfangen, miteinander zu verbinden. Und nach dem Kongress werden wir dann anfangen, uns zu beschäftigen mit der Verbindung zwischen uns, zwischen allen. Also, dass man das am besten im Gebet fühlt, diesen Funken, wenn man zusammen ist. Ken. Toda, Rav. Have a blessed day. Ja. Haben Sie einen gesegneten Tag? Dir auch, vielen Dank. Frauen Englisch 1.